Mahlzeit Lester. Alter, diese Tattoos, der Teigrad der Tattoos, der ist abnormal. Tja, sollen wir jetzt schon mit den Nomaden das Orklager stürmen? Nee, noch lang nicht. Jetzt kommt erstmal die langwierige und von jedem Gothic 3 Spieler abgöttisch geliebte Aufgabe der Erkundung der Ruinenfelder. Los geht's. Aber hey, ich habe Mana-Regeneration. Was soll schon passieren? Kann doch nichts mehr passieren. Mit diesem mächtigen Magie im Gepäck ist im Prinzip jeder Kampf. Oh, nur noch ein Spielchen. Schaut mal, wenn ich hier irgendeine Scheiße laber, regeneriert sich da unten nämlich das Mana. Ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Von ganz allein. Klar, es wäre jetzt ein leichtes, einfach das Schwert zu zücken und einen kurzen Prozess zu machen, aber ich will, es ist klar, ihr wisst, was ich will. Ich will an einen Spot, wo sie mich nicht erreichen und die Welle wirken. Ja, daran ist mir gelegen. Oh, jetzt kommen sogar die Skelette. Ich springe immer noch zu weit. Ich springe da nochmal, obwohl ich nicht mehr sollte. Ja, Lester macht das schon. Ich habe volles Vertrauen in meinen glatzköpfigen Freund. Damit meine ich übrigens wortwörtlich Lester, den glatzköpfigen Freund. Das war nicht doppeldeutig gemeint. Sondern Skelettkämpfer. Ach, dieser Snapper ja wurde scheinbar nicht dahin gerafft von der Kraft der Welle. Na gut. Schau mal, es ist schon, ich könnte jetzt schon wieder Magie wirken. Es ist ein Traum. So, Ruf des Jägers Knochenjäger. Das ist wahrscheinlich auch so ein Questpaket-Achievement, was bei mir. Ah, kurz Schluck trinken. Hier heiß in der Wüste. Was bei mir noch rudimentär aktiv ist. So, ich muss jetzt aber mal ein bisschen System hier reinbringen, sonst verzweifle ich. Das bedeutet, ich beginne hier. Gehen hier mit Blick dahin und dann erstmal diesen Flügel hier säubern und boah, das ist. Ah, hua! Standtafel der Priester, 1 von 7. Aber die kann ich leider nicht lesen, ne? Das ist ein Weizensack. Eine unleserliche Steintafel, na gut. Freut sich Mix hier dann wahrscheinlich drüber. Oder. Saturas, wie ja manche NPCs den auch nennen. So, Lester, das ist jetzt hier der Härtetest. Da ist nichts zu holen. Aha. 2 von 7. Ja, das sind hier natürlich. Das heißt, das hier ist ja das Priesterviertel, wie er. Oh, Alter, Lester, du bist so gut. Das ist ja das Priesterviertel, wie wir beim letzten Mal erfahren haben. Ah ja. Natürlich ist es auch klar, alter Trick ist mit Telekinese durch diese Felder zu wandeln, durch die Ruinenfelder. Und genau das werde ich jetzt tun. Da ist er. 21 Telekinese-Schriftrollen habe ich. Nicht schlecht! Da ist nichts mehr zu holen. Nicht mehr, warum? Weil ich schon mich bedient habe, richtig, Alter, diese violette Linie, die ich hinter mir herziehe. Die schon fast deplatziert in diesem Spiel. Aber nur fast. Es ist gerade noch so die Grenze. Es geht noch. Ich kann es noch akzeptieren. Hier unten irgendwas außer diesem schönen leuchtenden Kristall. Leuchtende Kristalle sind ja eine Manier, die in Risen... Alter. Krass, krasser Typ, die in Risen 1 auf die Spitze getrieben wurde, wo wirklich die schönsten Leuchtkristalle überhaupt zu finden sind. So, irgendwas ist ja schon mal so dreist, mich anzugreifen. Wer oder was, werden wir gleich sehen. Aber erstmal schnapp ich mir die Pilze, die hier wuchern. Ah, ein Zombie. Kein Problem. Ein Modriger, Alter. Okay. So läuft der Hase. Oh, Alter. Ja. Da will ich doch gleich mal zur Welle greifen. Schön. Die Flammen vertilgen. Oha, da hinten sind. Ja, klar, hier.
sind es natürlich eine Menge Untote. Brauchen wir nicht glauben, dass das alles war. Ich höre schon, wie irgendwo ein Bogen gespannt wird. Ja. Oh, Alter, die Mumien, die ballern natürlich auch wieder rein. Keine Frage. Das bringt nichts. Schade. Warum brachte das gerade nichts? So, und? Lasst euch kommen! Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut die Worte über Lester verlieren würde. Wirklich. Ich habe meine Position bezüglich Lester gründlich überdacht. Da kommen noch... Da sind noch mehr von den Viechern. Ah, seht ihr, wie er sich mitdreht, ganz frech, wenn ich da entlanglaufe mit seinem angespannten Bogen. Dieser freche Bursche. Oh nee, es geht mir alles zu schnell hier. Nee. Die Aktion war ja mal richtig niederträchtig. Ach. Darf man auch keinem erzählen, was hier gerade passiert ist, ey. Ja. Was? Nein. Was? Hier? Hier habe ich zuletzt gespeichert? Alter, das war ja quasi... Das ist ja quasi die ganze Folge, oder? Okay, dann mache ich diesmal wenigstens... Ja, ganz ruhig. Dann mache ich diesmal wenigstens ein paar Sachen anders. Zum Beispiel speichere jetzt direkt. Und dann gehe ich auch mal noch einen anderen Weg. Obwohl natürlich so die Reihenfolge und das System von gerade gar nicht so schlecht waren. Da fangen wir erstmal hier an. Ach ja, die Ruinenfelder. Es ist schon immer ein Krampf, keine Frage. So, jetzt habe ich von hier mal eine Steintafel. Es ist ein Krampf und... Befriedigung dann umso mehr, wenn man es geschafft hat. Süßes Glühwürmchen ist hier gerade über den Weg geschwirrt. Ach, hier ist, schau mal, nochmal eine Tafel. Ist sogar gut, dass ich es nochmal alles mache, weil ich da, damit grase ich direkt hier oben ab. Wobei, ich glaube, hier war ich dann vorhin auch, also, ja. Scheißegal. Lecker. Morgentau. Das hier ist auch eine sehr schöne Oase hier, die Oase von Al-Shedim, die zwischen Al-Shedim und Morazul liegt. Der Tempel von Morazul wird dann natürlich auch nochmal eine ganz eigene Operation für sich. Keine Frage. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Und so weiter. So, immer zwischendrin die F5 durchdrücken. Das ist ganz wichtig. Wenn er die nicht durchdrückt, dann passiert euch sowas, wie es mir gerade passiert ist. Dass ihr neu ladet und am Anfang der Folge seid. Wollt ihr das? Zockt da einfach so, wenn ihr für euch privat zockt, denkt ihr dann, okay, jetzt will ich gerne nach dem Neuladen noch mal am Anfang der Folge rauskommen. Denkt ihr das wortwörtlich so? Nein, wahrscheinlich nicht. Und deswegen solltet ihr immer F5 drücken. Deswegen, ne? Nicht etwa, weil ihr vielleicht keine Folge aufnehmt, sondern deswegen. Ich will mal, dass Saturas so einen blauen Namen hat, weil das wäre geil. Blaue Robe, blauer Name, versteht ihr? Ach nee, es ist so ein Gepfriemel, Alter. Pfriemeln, kennt man das überhaupt? Im restlichen Deutschland. Ich hab mich mit meinen Eltern neulich drüber unterhalten, ob man das Wort überhaupt kennt. Im Hochdeutschen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Modriger Zombie. So, jetzt verbrannter Zombie neuerdings übrigens. Ja klar, drum hat er vorhin gesagt. So, das bringt nichts, weil ich gar nichts anvisiert hatte. So, sehr schön, da sind auch einige auf einem Haufen. Ah, kaum eine Welle gewirkt, hat sich schon wieder genügend Mana für die nächste regeneriert. Ich werde es nicht, beim Loot, ich werde es nicht alles. Der eine oder andere Loot wird es hier vielleicht auch liegen bleiben. Wenn ich drüber stolper, dann hebe ich schon auf, aber... Oh, was? Du wagst es!
Also mächtige Zauber plus Mana-Regeneration ist halt wirklich absoluter Erfolgsfaktor. Aha. So, jetzt kommen wir nämlich in ein Gebiet, in dem sich allerhand Gesocks tummelt. Da waren wir vorhin schon. Nur, dass ich diesmal hoffentlich nicht denselben Fehler wie vorhin machen werde und direkt über eine Mumie springen. Ah, hier steht auch noch eine Vase rum. Oh, geil. Alter. Alter, das wird jetzt gleich so ein Spaß. Wartet mal ab. Oh, geiler Scheiß. Alter. So, die 9 drücken. Und möge die Party beginnen. Schau mal, das sind einfach nur noch wandelnde Fackeln. Aha. Nein, 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 bitte. Scheiße. So, jetzt ganz schnell die 4 drücken. Ganz schnell die 4 gedrückt. Oh, das war gerade so. Ich habe gerade schon von meinem inneren Auge gesehen, wie es mit dem Helden zu Ende geht. Scheiße. So, jetzt F5. Jetzt bin ich erstmal safe. Jetzt bin ich erstmal aus dem Schneider. Mit seinem langen Stachel kann er wahrscheinlich auch hier hochkommen, aber egal. So, Lester, schau mal. Was jetzt passiert, wird dir gefallen. So, geil. Oh. Okay, dann muss ich zur Abwechslung dann mir den ein oder anderen Trank auch noch reinziehen, dessen Konsum unterbrochen wird von einem Pfeil, der mir ganz frech ins Gesicht geschossen wird. Was ich davon halten soll, steht ja wohl nicht zur Debatte. Oh, ein Level Up. Exzellent. Ich glaube, ich investiere es einfach mal fett in Mana. Oder was haltet ihr davon? In Mana oder altes Wissen. Bei altem Wissen ist natürlich der Vorteil, dass ich mehr Schaden mache, ohne mehr Mana zu verbrauchen. Was eigentlich dann... Und dann ist das auch eine Voraussetzung für manche andere Sachen. Man müsste nur mal wissen, wie viel krasser das dann ist. Wie sich der Schaden anhebt durch altes Wissen. So, da ist auf jeden Fall noch ein Wächter dieser alten Ruine. Oh, Alter. Der nicht so viel einsteckt. Beziehungsweise er steckt eben eine Menge ein. Und das ist die Problematik. Schau mal, aber während ich lade und wirke, regeneriert sich rechts unten bereits der blaue Balken. Was mir eine Freude ist. So, ja, hier so ein Schutzring, so ein läppischer. Eine Pfanne. Eine rostige Pfanne. Aber egal, wenn du hier mitten in der Wüste irgendwas braten willst, kann das Ding noch so rostig sein. Hauptsache, man kriegt es irgendwie hin. Eine runde Rührei in der Wüste. Kennt ihr diese Löwenzahn-Folge, wo die Hitze des Vulkanbodens nutzt, um sich Eier zu braten? Ich kenne sie noch. Löwenzahn. Der Peter. Skelettschützend. In rauen Mengen. Und komm schon, wer... Es ist mir noch gelungen, abzudrücken. Sehr gut. So nicht. Ja, da halt nicht, aber... Ich wollte es nicht unversucht lassen. Wieso sollte ich während dieses Konfliktes nicht einfach die Truhe öffnen können? Sehr gut. Da sind schon wieder... Ah, okay, doch. Es sind einige auf einem Haufen. Exzellent. Genug, um den Einsatz der Welle zu rechtfertigen. So, zur Abwechslung kann ich dann auch mal wieder in Nahkampf gehen. Na, wie schmeckt dir das? Glibberboy. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel. Vielleicht säubere ich auch erstmal alles und danach latsche ich einmal mit Telekinese quer durch. Und nehme mit, was noch an Artefakten da ist. Ich meine, was ich direkt finde, dann hebe ich direkt auf, so wie diese Hase. Hallo. Ein Golem. Ich glaube, ich werde einfach direkt zur Eisklinge greifen, um den in die Schranken zu weisen. Denn Eis gegen Feuer und so weiter, da muss ich gar nicht groß rumexperimentieren mit irgendwelchen... Okay, Lester. Ah ne, scheiße, nicht Lester. Ich höre gerade ein Skelett, was seinen Bogen spannt. Aber es macht auch leichtfertig
Ah, da ist er. Geiler Scheiß. Das macht auch leichtfertig, diese Mana-Regeneration zu haben, denn durch sie... Was haben wir denn da? Goldpokal. Vor allem dürfte bei dem hohen Kurs stehen und dann der Punkt noch mal in einer neuen Zeile drin. So, sehr schön. Elendes Drecksvieh. Das ist nur deine Meinung, Lester. Aber ich teile sie. So, das ist jetzt hier eine ganze Zombie-Armee. Aber das ist alles so... Die sind so arschlangsam, das macht schon wieder zu einem Witz. So einem echt schlechten Witz, was hier gerade abgeht. Ach Gott, wenn ich mich dran zurückerinnere, wie mühsam das damals noch war. Die ganze Zeit Mana-Tränke schlürfen zu müssen. Oh Gott, wer bin ich denn? Ein Adept oder was? Nee. Tschüss. Mann, bin ich froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Oh, lächerlich. Oh, Alter, da habe ich direkt stehen lassen, diese Vase. Okay, die kann ich auch nicht nehmen. Kein Wunder, dass ich sie habe stehen lassen. Der hat sie auch schön zusammengerollt. Schau mal, der hat richtig den Schwanz über den Kopf drüber gelegt. So, schauen wir hier mal rein. Abgebrochen. Ja, okay. Ah, ein weiterer Tempelschlüssel. Tempelschlüssel erhalten 1 von 1. Es gibt aber nicht nur 1, es gibt 5. Da müsste eigentlich 2 von 5 stehen. Lesters habe ich doch auch erhalten. Mumie. Bäh, zweimal Zähne, alles klar. Kann ich mir auch die Mumienzähne hier reinstecken lassen. Für meine, die mir gezogen werden. So, kann ich mir die Tausende von Euros sparen, die ich für meinen Zahnersatz brauche. Oh, Alter, Lester, jemand rette hinterher. Ich wollte es nur mal sagen. Ich weiß deine Treue zu schätzen, aber darfst auch gerne erstmal dich um dich selber kümmern, kein Problem. Deine Loyalität hast du jetzt mehr als unter Beweis gestellt in den letzten Minuten. Mistvieh. Mistvieh. Der tritt nochmal verbal hinterher, ja. Da ist der Strand. Oh, ich freue mich auch schon auf die Erkundung der Inselkette, die sich dort stolz aus dem Meer erhebt. So, und was in Al-Shedin der Fall ist, es gibt hier immer mal wieder so magische Kreise, ja, wo sich Energiekreise im Boden befinden. Das sieht man daran, also an den Pilzen, die da hinten im Kreis um den Turm rumwuchsen, aber auch klar ersichtlich an hier magischen Pflanzen, die hier einen Kreis bilden, ne? Entlang der Energiebahn, die durch den Boden fließt. Das ist übrigens das Geräusch, was die Energie macht, wenn sie da durchfließt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Mir ist immer wichtig, klar darzulegen, wovon ich rede. Dass das nicht irgendwie Larifari-mäßig rüberkommt. Und deswegen erkläre ich das. So, sehr schön. Ach nee, oder auch nicht. Aber hier vielleicht? Ja. Eine Urne der Totenwächter 5 von 10. Ich glaube, einen Tempelschlüssel hat auch der Anführer der Orks. Einen von Lester, einen vom Anführer der Orks. Dann sind wir schon mal bei 3. Also einen von Lester, einen von Saturas, einen Anführer der Orks. Sind wir bei 3. Jetzt einen gefunden, sind wir bei 4. Ist noch die Frage, wo ist der 5. Abgebrochen. Okay. Vielleicht hier drin. Ne, aber ich glaube... Mondsichel. Mondsichel! Diese edle Klinge ist von einem wahren Meister geschmiedet worden. Ist so ähnlich wie Katana. 8000 Wert, aber vom Schaden her natürlich nicht so geil. Oder? Was macht ein Mainz an Schaden? 110, ne? Also hier ist eine Katana und Mondsichel. Katana und Mondsichel sehen beinahe gleich aus. Mondsichel macht sogar mehr Schaden als das Katana. Nur das Katana hat die viel höhere Range. Okay, die Symbole sind ja sehr ähnlich. Gesundheit hält. Aber in Wahrheit... sind die Schwerter selbst, die 3D-Modelle, die Meshes im Spiel dann wahrscheinlich schon unterschiedlicher, wenn die so eine unterschiedliche Range haben.
Ich glaube, der hält sich allergisch gegen irgendwas, was hier rumfliegt, so wie der die ganze Zeit abniest. Aber irgendwie finde ich das eine geile Idee, dass der Held und auch andere NPCs manchmal niesen, weil in welchem Spiel, das ist eine Gothic 3 Spezialität, in welchem anderen Spiel hast du denn bitte niesende Leute? Fällt mir, also ich habe keine Ahnung von Spielen, ich kenne kaum Spiele, aber spontan fällt mir überhaupt gar kein anderes ein. Ne? Nee, Alter, nee, nein, nein, die Mumien, das sind meine ärgsten Feinde in diesem Kampf. Da gerade hat mich fast schon wieder ein zum Erliegen gebracht. Zack, zack, zack. So, jetzt aber. Brauchst nicht glauben, dass du damit durchkommst. Mit der Nummer. Es hat sich ausgeboxt. So, schön darüber gesprungen. Jawoll. La, la, la. Ja, ja, die Ruinenfelder von Al-Shedim. Ja, 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 die Sonne von Mexiko. Das war die wildeste Rothaut der Navajo. Heute noch brennt mein Herzlichterloh. Denk ich an Navajo. Ho, ho. Ich finde, das ist so ein Lied, von dem man geil eine Punkrock-Version machen könnte. Öffnet euch mal für den Gedanken, auch wenn ihr im ersten Moment es singt, hä, was? Öffnet euch mal für den Gedanken. Ich finde, das würde sehr gut passen zu dem Genre. Okay. So, so. Feuer war ran. Feuer gegen Feuer, vielleicht nicht die beste Idee. Ne, überhaupt keine gute Idee. Also kann ich mir das aber, zu dem ich gerade schon ansetzen wollte, erstmal gründlich sparen. Der spuckt doch bestimmt auch Feuer hier mit den ganzen Mods, oder? Bisher nicht. Na gut. Gut gemacht. Danke, ey. Und vor allem, wie er das sagt. Man spürt richtig die Wertschätzung in seiner Stimme. Gut gemacht, ey. Da liegt so Bewunderung drin. Lester ist so zu bewundern, weil er so bescheiden. Man hatte bisher immer so eine neutrale Meinung, hatte ich zu ihm, weil er einfach nicht rumgeprotzt hat. Das war nicht so auf den ersten Blick offensichtlich, was für ein geiler Typ ist, aber seine Bescheidenheit ist letzten Endes das, was so bewundernswert an ihm ist und was ihn zu einem strahlenden Vorbild macht. Ne? Nicht immer nur nach dir selber, nee. Einfach mal auch dein Ego runterschrauben und dann letzten Endes dafür auf ganz natürliche Weise Respekt bekommen, ne? Eine Lektion, die wir alle noch lernen dürfen. Vor allem wir alle so. Es klingt mir so, als würde ich Leute belehren wollen, aber klar, in erster Linie geht es erstmal darum, dass ich nach mir selber schaue. Was kann ich noch lernen? So wie, in so vielen Situationen trifft das zu, so wie neulich. Zum Beispiel einer von euch hat geschrieben, ich habe bei einigen vorhergegangenen Folgen, hatte ich bis einige Tage nach dem Upload noch keine Thumbnails und noch keine Titel hinzugefügt und so weiter, weil ich es zeitlich nicht hinbekommen habe. Und meine Devise ist halt immer, zunächst mal Hauptsache die Folge ist draußen. Hauptsache Leute haben was zum Anschauen, das ist die Hauptsache. Weil ob die jetzt kein Titel oder kein Thumbnail hat, ist nicht wichtig, weil es geht ja letzten Endes nur darum, dass man was zum Anschauen hat. Titel und Thumbnail sind nur dann quasi noch die Sahnehäubchen auf der Torte, damit auch noch mehr Leute draufklicken und dass es schön aussieht und so weiter. So, ich mag das auch, aber wie gesagt, wichtig ist ja eigentlich nur, dass es überhaupt was zum Anschauen gibt, weil an dem Erlebnis des Anschauens an für sich ändert sich ja nichts, wenn kein Thumbnail und kein Titel da sind. Aber, so, und deswegen, das denke ich, das ist halt meine Devise, aber von der lasse ich mich manchmal auch blenden. Jemand hat zum Beispiel neulich geschrieben, hey, er empfiehlt mir, mehr Thumbnail und Titel und so weiter hinzumachen. Also, weil sonst das vom Algorithmus nicht so gut gelistet wird. Und der Tipp war mega nett gemeint. Und der ist an für sich auch wahr, ja. Der war extrem nett gemeint, aber trotzdem musste ich irgendwie so sarkastisch antworten, so von wegen, jo, Alter, meinst du, ich wohne hinterm Mond oder irgendwie sowas nach der Art. So, obwohl ich genau wusste, dass der Mensch es nicht böse meint, sondern dass es mega nett meint. Und scheißegal, ob ich das schon weiß oder nicht, selbst wenn es für mich noch offensichtlicher gewesen wäre, als schon ist, selbst dann
könnte ich mich immer noch dafür bedanken. Allein für den guten Willen, der dahinter steckt. Der Wille, mir zu helfen und diesen Kanal zum Wachsen zu bringen. Ja? Den sollte ich eigentlich honorieren. Aber mein Ego hat mich dazu gebracht, abgebrochen, erstmal so klarzustellen, hey, ich weiß das schon, du erzählst mir nichts Neues. Merkt ihr das? Also auf jeden Fall an dich, der du das geschrieben hast. Entschuldigung, dass ich so frech geantwortet habe. War nicht böse gemeint. Ich weiß das schon, aber das ist kein Grund, die Hilfe, die du mir anbietest, so, durch so eine sarkastische Antwort so durch den Dreck zu ziehen. So, hier ist übrigens eine Figur der Krieger. Kaktusblüte. Was für ein Kampf? Ich sehe keinen Kampf. So, wer hat hier Geröll reingeschüttet? Das ist die Frage, die ihr alle umtreibt. Inklusive meiner Wenigkeit. Aha. So. Vielleicht fragt ihr euch auch, okay, wieso kommt er denn nicht dazu, einen Titel hinzuschreiben oder ein Thumbnail? Also Thumbnail leuchtet, glaube ich, noch jedem ein, dass das eben seine Zeit braucht, das zu designen. Und wenn erstmal die Folge oben ist und es somit de facto was anzusehen gibt, dann setze ich natürlich die Zeit, wenn ich nur beschränkt Zeit habe, erstmal dazu ein, noch Videos zu schneiden für meinen Outdoor-Kanal und andere Dinge zu erledigen, die erledigt werden müssen. Ich schaue mal erstmal, dass das, was erledigt werden muss, also müssen ist sowieso relativ, aber wisst, wie ich es meine, erledigt wird. Ja, das ist das Wichtigste. Und Thumbnails und Titel sind quasi eine Sache, die auch gut ist, die aber nicht so dringend sein muss wie das andere, was noch wichtiger ist. Und deswegen kommt es manchmal vor, dass dann keine Thumbnails und Titel fertig sind, wenn die Folge erscheint. Oh, sorry. Habe ich gerade Lester angezündet? Oh, oh. Das war's für dich, Mistvieh. Heißt, ja. Aber ich glaube, der brannte. Ich sah, glaube ich, nur so aus. Nein. Was ist denn jetzt noch los, ey? So, da ist der Mond mal wieder am Aufgehen. Das Mondlicht wird hier in dem Spiel irgendwie immer als orange dargestellt. Seht ihr das? Obwohl der Mond selber natürlich mega kühl aussieht. Okay, jetzt kann ich vielleicht nochmal einen Blick da rein wagen. So nicht. Ja, was? Irgendwas ist direkt... Nein. Schau mal, selbst die Musik hat geschnallt, dass hier alles in Ordnung ist, Mann. Die Musik ist gerade extrem beruhigend und... aber auch monumental. Aber trotzdem lässt das Spiel mich nicht diese Truhe ausnehmen. Na gut, vielleicht wegen dem Burschen, der da hinten wie gestört rumsurft. Zack. Oh, Alter, schau mal. Nicht mal die Hälfte der Mana weg und dann der Rest wird direkt wieder regeneriert. Regeneriert. So, so. Oh, geil. Der nächste. Okay, alles klar. Damit habe ich quasi alle Schlüssel schon so in Gedanken, weil den von Satyros kriege ich noch, den vom Anführer kriege ich noch. Und drei habe ich ja schon, ne? Drei weitere, ja. Aschidim, Aschidim, Aschidim. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und fünf Stück gibt es ja, glaube ich, insgesamt. Von da alles gebongt. Super, klasse, gut. Ich bin zufrieden. Ich bin erfreut, sagen wir mal so. So, hätten sie noch einen schönen Snapper, Bunch of Snappers. Die neuen durchdrücken. Exzellent, Alter. Oh, der ist geflogen. Zähne, dunkles Snapperleder und rohes Fleisch. Wenn ihr mal wissen wollt, wie viel Arbeit in so einem Thumbnail fließt, ich habe mal vor einiger Zeit einen Livestream gemacht, in dem ich live ein Thumbnail, damals noch vom Gothic 1 Display designe oder mehrere Thumbnails designe, was mehrere Stunden gedauert hat.
Nur so, falls es euch interessiert, einfach mal. Und ich will mal schauen, ob ich diesen ersten Livestream noch finde. Und wenn ja, dann verlinke ich ihn unter diesem Video. Wenn er nicht verlinkt ist, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Livestream zum Thumbnail machen, verlinken und dann verlinke ich ihn. So, sehr schön. Und so ähnlich wie da in Gothic 1 läuft es auch hier in Gothic 3 ab. Ein bisschen weniger Freiheiten habe ich da in Gothic 1, weil da konnte ich noch mit Gesichtsmimik und anderen Cheats konnte ich in Gothic 1 noch geilere Sachen machen als hier in Gothic 3. Im Prinzip ist der Prozess trotzdem ähnlich. Mit der Cheat-Kamera rumfliegen, Perspektiven und Beleuchtung anpassen und so weiter. Und dann daraus irgendwas basteln, Photoshop, zack. Ich muss Acht geben auf den Feuerwaran. So, jetzt kann ich mal testen, ob der hier Feuer spuckt. Scheinbar nicht. Oder nur im Nahkampf vielleicht. Das kann auch gut sein. Das ist nicht wie so ein Drache, dass der über weite Distanzen irgendwas schickt. So, ich frage mich, ob Lester es jetzt noch schaffen wird, mich hier zu finden. Wenn er euch das auch fragt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche dir alles erdenklich Gute. Gib gerne einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.